Mit einer fetzigen Polka begrüßten die Lauterbläser das zahlreiche Publikum. Viele kamen in der Tracht zur Stadtmitte, um der offiziellen Eröffnungsfeier beizuwohnen. Wendlings Bürgermeister Steffen Weigel freute sich über das große Interesse am jährlichen Vincenzi-Fest in der Neckarstadt. Während der festlichen Eröffnung tanzten auch einige Trachtengruppen. So begeisterten die Banater Schwaben des Kreisverbandes Esslingen-Wendlingen und die Trachtengruppe der Egerland-Jugend Baden-Württemberg das Publikum im ersten Teil. Harald Wenig, Landesvorsteher der Egerländer Gmein, eröffnete das 43. Egerländer Landestreffen mit einer kurzweiligen Ansprache. Nach weiteren Grußworten sorgten die Plattler- und Trachtengruppe des Südwestdeutschen Gauverbands für Stimmung. Bereits am Samstag konnten die Festbesucher ihr Glück im Ballwerfen versuchen oder sich an einem der zahlreichen Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten eindecken. Die sommerlichen Temperaturen sorgten zusätzlich für gute Stimmung am ersten Tag. Der zweite Festtag beginnt bereits morgens um 8 Uhr mit dem traditionellen Krämermarkt. Ein Höhepunkt am Sonntag ist die Prozession von der Laurentiuskirche zum Marktplatz mit anschließendem Gottesdienst. Um 13:30 startet der Ernte- und Trachtenfestumzug. Viel Spannung verspricht der Wettbewerb im Handtaschenweitwurf in der Alpstraße.